und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Es gibt heute ein richtig kurzes, knackiges Video. Es gibt ein Quickie sozusagen. Wir machen uns eine heiße Oma. Ihr bekommt sie auch auf dem Weihnachtsmarkt. Und wer nicht weiß, was eine heiße Oma ist, der muss auf jeden Fall unbedingt dranbleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben, falls es euch gefällt. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen und Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtig, dass ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Ja, die heiße Oma ist ein Getränk. So viel habt ihr wahrscheinlich am Titelbild auch schon gesehen. Und sie geht wirklich sowas von einfach, schnell und ist mega lecker. Genau richtig jetzt für die Advents- und Weihnachtszeit. Das Rezept ist aus dem Cookie-Doo und ich habe mir das runtergerechnet auf 3 Gläser, weil das normale Originalrezept ist, glaube ich, für 6 Gläser. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber so viele brauche ich gar nicht. Ich mache heute 3 Gläser. Ihr könnt es jetzt im Cookie-Doo ja auch verändern. Falls ihr mehr braucht oder weniger braucht, habt ihr dafür die Funktion, euch das Rezept anzupassen und runter oder hoch zu rechnen. Das finde ich richtig praktisch. Probiert es gerne mal aus. Ja, und für 3 Gläser brauchen wir Folgendes. Zum einen natürlich Milch, dann Vanillezucker, Eierlikör, Kakaopulver zum Bestreuen hinterher und wer mag, kann noch etwas Sahne schlagen und noch einen Klecks Sahne oben drauf geben. Ja, und das ganze Rezept mit Zutaten und Zubereitung findet ihr auch wieder unten in der Infobox. Dort schreibe ich euch ja immer alles rein. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, und wir fangen jetzt endlich an mit der heißen Oma und geben als allererstes 330 Gramm Milch in den Mixtopf. Ich nehme da ganz normal die Milch, die ich auch sonst zu Hause habe und die wir alle trinken. Das ist jetzt eine fettarme mit 1,5% Fett. 330 Gramm brauche ich. Dann von meinem selber hergestellten Vanillezucker 15 Gramm. Falls ihr euch auch mal selber Vanillezucker herstellen wollt, setze ich euch gerne das Video dazu nochmal oben in die Infocard. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Geht richtig einfach und ihr könnt eine Menge Geld sparen. So, jetzt müssen wir das Ganze erwärmen. Falls eure Milch nicht aus dem Kühlschrank kommt, könnt ihr sie so 4-5 Minuten erwärmen. Meine kommt aber aus dem Kühlschrank, deswegen lasse ich sie 2-3 Minütchen länger erwärmen. Das heißt, ich stelle jetzt mal 6 Minuten ein bei 90 Grad auf der Stufe 2. Meine Milch ist jetzt schön warm bei 90 Grad. Falls es bei euch noch nicht gereicht hat, könnt ihr auch noch ein bisschen nachstellen. Jetzt geben wir 75 Gramm Eierlikör dazu. Ich habe hier noch ein bisschen von meinem selber hergestellten Eierlikör. Das Video zu dem Rezept kann ich euch auch noch mal gerne in die Infocard oben verlinken, dass ihr seht, wie schnell und einfach ihr euch auch Eierlikör selber machen könnt. Schmeckt wirklich um einiges besser als der gekaufte. Glaubt's mir, probiert's wirklich mal aus. Jetzt setzen wir den Deckel auch schon wieder auf und stellen 20 Sekunden ein und schlagen das Ganze schön schaumig auf, und zwar von Stufe 6 bis Stufe 8. Schrittweise ansteigend schön schaumig aufschlagen. So, und die heiße Oma ist fast fertig. Ihr könnt sie jetzt auf jeden Fall schon mal in Gläser umfüllen. Falls ihr gerne ein bisschen Schlagsahne noch oben drauf geben wollt, müsst ihr euch jetzt noch geschwind Schlagsahne aufschlagen. Und ansonsten schaut mal, wie super lecker die heiße Oma aussieht. Aber ich glaube, bei meinen großen Gläsern gibt es nur 2 Stück. Kommt natürlich auch immer auf die Gläser drauf an. So, noch den Schaum schön rausschütten. Schaut euch das jetzt schon mal an. Könnt ihr den Schaum sehen?
sieht mega lecker aus. Wer mag, wie gesagt, gibt jetzt noch Sahne drauf, das mache ich noch schnell. Und noch etwas von dem Backkakao. Und fertig ist die heiße Oma. So sieht das Ganze jetzt aus. Ging wahnsinnig schnell und ich sag's euch, es ist ein wahrer Traum. Probiert's unbedingt aus, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und auch unbedingt die Glocke aktivieren, dass ihr immer über so leckere Rezepte informiert werdet. Lasst mir auch gerne wieder Feedback in den Kommentaren da, wie es euch geschmeckt hat, wie es geklappt hat. Und falls ihr jetzt Lust auf weitere Rezepte habt, schaut sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!